Moinsen! Ich habe da mal wieder was vorbereitet für euch. Ich habe mich heute den ganzen Tag mit diesem wunderschönen Gerät hier beschäftigt und würde dir gerne zeigen, was das hier ist und warum ich am Racing-PC sitze. Aber alles erfahrt ihr nach dem Intro. Das ist ein Loop-Deck und das hat folgende Bewandtnis. Warum ich das aktuell hier nutze. Das ist ein Gerät, wie ihr hier sehen könnt, mit Drehreglern, physischen Knöpfen, als auch Knöpfen in der Mitte, die frei belegbar sind. Ich habe mir jetzt also heute mal die Mühe gemacht, dieses ganze Gerät zu konfigurieren und auf diese Reise möchte ich euch gerne mal mitnehmen und euch von den Pros und von den Cons zu berichten und warum ich das tauschen werde mit meinem Stream Deck, was ich hier nutze, und mit meiner Buttonbox, die ich aktuell nutze. Ich habe jetzt erstmal für euch ein paar Funktionen vorbereitet, dass ihr mal sehen könnt, was dieses Gerät denn eigentlich kann. Ich habe hier beispielsweise unten auf den physischen Knöpfen habe ich mir folgende Funktion draufgelegt. Microphone muted. Microphone activated. Sound muted. Sound resumed. Da sind meine Voice-Programme drauf. Warum habe ich die hier drauf? Weil die halt einfach nicht gewechselt werden. Wenn ich jetzt meine Profile wechsle, sind diese Knöpfe immer vorhanden. Was ich ziemlich cool finde, was ein unglaublich schönes Gimmick ist und warum ich das auch deswegen hier nutze. Wenn ich jetzt beispielsweise mein Discord mute, könnt ihr sehen, ist die 1 rot geworden. Das heißt, es ist gemutet. Und jetzt ist wieder grün und man kann es wieder sehen. Das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Und genau deswegen habe ich diese Knöpfe hier unten drauf gelegt, weil man braucht die immer, egal bei welchen Anwendungen man ist. Wenn man jetzt beispielsweise hier in den Ordner reingeht, das ist ACC Start, funktioniert das auch wie bei den Konkurrenten. Es öffnet sich ein weiterer Ordner. Hier sind da die ganzen Programme drin, die dazugehören. Was ich persönlich sehr, sehr schön finde, ist dieser Knopf. Wenn ich diesen drücke, gehen einfach alle Programme an, die ich brauche, um ACC zu fahren oder die ich laufen lasse. Wenn wir jetzt mal hier in die Software gehen, beispielsweise, dann können wir uns diesen Knopf hier mal ansehen. Das ist ACC Start. Und ACC Start ist einfach nur ein Makro, was es mir ermöglicht, alle Applikationen gleichzeitig zu starten. Also hier wird Crew Chief gestartet. Hier wird mein SimuCube, meine SimuCube-Software gestartet, RealHead Motion, SimD Runtime Window und hier ist noch eine Aktion drin, die gerade gar nichts ausführt und das LFM-Tool. Das heißt, wenn ich jetzt diese Taste hier drücke, dann gehen auf dem Bildschirm alle Programme auf und ich habe ACC dann sozusagen hier in der Mitte laufen. Was ich persönlich auch sehr schön finde, wenn wir hier wieder zurückgehen, ist, dass ich hier einfach in den Ordnern zappen kann. Das konnte man, kann man bei den Konkurrenten auch, logischerweise. Aber was ich hier persönlich sehr, sehr schön finde, ist, dass es hier nicht nur einen Ordner gibt, es gibt hier gleich zwei Ordner, beziehungsweise zwei Seiten. Es gibt nämlich die Seite für die Drehregler an der Seite, als auch die in der Mitte. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise hier in ACC reingehe, seht ihr ja, ist hier an den Rändern auch weiß, als auch gleichzeitig in der Mitte. Gehe ich jetzt hier wieder raus, verschwindet das. Was hat das für eine Bewandtnis? Also in der Mitte drinne kann man ja hier sehen, kann ich, wenn ich beispielsweise jemanden zugucke, kann ich hier zwischen den Fahrern wechseln, als auch gleichzeitig meine Kameras wechseln. Ich habe hier noch zur Sicherheit, falls es auf dem Lenkrad mal nicht funktioniert und ich den Sprit einstellen muss, habe ich hier noch meine Pfeiltasten drauf, Escape. Und hier oben ist mein Tool, was ich benutze, um Reifendrücke einzustellen, als auch den Spritrechner. Das ist einfach nur eine Tabelle, die ist in meinem Google Drive drin. Viele Grüße gehen raus an Error, also Wandi, Karate Wandi, denn der hat das vorbereitet. Das heißt, das kann ich von hier alles starten. Inklusive sehen wir hier oben, kann ich mit den Drehreglern sowohl die TC, ABS als auch die Bremsbalance umstellen, als auch das Motormapping. Plus, was ich sehr, sehr schön finde, kann ich jetzt meine Zündung anmachen, wenn ich den hier nach rechts drehe und die Zündung wieder ausmachen, wenn ich den nach links drehe.
als auch gleichzeitig, wenn ich diesen Knopf drücke, weil diese Funktionen haben die Drehknöpfe auch, startet mein Auto. Des Weiteren habe ich mir einfach hier noch Dirt Rally draufgelegt. Da sind halt so die simple Funktionen drauf. Dirt hat ja so die Kinderkrankheit, dass es über Tastatur zu steuern echt ein bisschen winky wonky ist. Oder über den Controller vom Lenkrad. Und deswegen habe ich die meisten Sachen einfach hier mit reingelegt und kann sie dann dementsprechend dort auch benutzen. Hier sind noch ein paar andere Sachen drauf, wie Applikation starten. So das Übliche, was man halt so machen kann. Wenn wir jetzt mal zurück in die Software springen, kann man hier sehen, wenn ich das mal ein bisschen größer mache, sind alle benutzerdefinierten Sachen hier aufgeführt und alle programmierbar. Das ist eine ziemliche Arbeit. Also es war jetzt nicht, sag ich mal, so simpel, das alles rauszufinden, aber es funktioniert doch relativ gut. Beispielsweise für euch mal so, wenn ihr euch hier unten Pages aufmacht. Diese Pages sind für die Mitte. Und ich sag mal, ihr wollt für eine Page, also sag ich mal hier, bei mir heißt das jetzt ACC Ingame-Seiten. Und ich gehe da mal drauf, dann können wir mal gucken. Das ist bei mir eine Makroaktion. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, hä, warum ist das denn eine Makroaktion? Weil man die Bildschirme an der Seite mit zu den Drehreglern als auch den Bildschirm in der Mitte, also diesen und diesen, nur einzeln ansteuern kann. Man kann sich aber für die Pages, das wird automatisch, wenn wir jetzt hier mal in die Software reingehen, für die Pages haben wir hier die Drehreglerseiten als auch die Touchscreen-Seiten. Und mit einem Makro ist es möglich, Aktionen auszuführen. Also beispielsweise habe ich jetzt hier ACC Ingame als auch die Drehregler dazu. Das müsste ich mal wieder einstellen. Das ist unten. Oh, jetzt müsste ich selber erstmal gucken. Das habe ich mir gerade. Nee, habe ich mir nicht vergeigt. Ich muss einfach nur die Änderung verwerfen. Aber hier sind dann beide Sachen gleichzeitig drauf und er öffnet dann auf dem Deck, öffnet er dann beides gleichzeitig. Selbiges habe ich auch für Dirt Rally gemacht. Dort ist passiert genau dasselbe. Wenn ich jetzt hier auf Dirt drücke, passt er sowohl die äußeren an als auch die mittleren an. Das mal einfach nur aus der Racing-Perspektive. Wenn wir jetzt mal uns das Loop Deck ansehen bezüglich seiner Fähigkeit, andere Dinge zu absolvieren, so wie der Konkurrent, ist es hier eigentlich relativ simpel. Also die Philips Hue-Integration ist hier standardmäßig drin. Die OBS-Integration ist hier standardmäßig drin. Die Streamlabs OBS-Integration ist hier mit drin. Ich habe schon ein paar deinstalliert. Die Twitch-Integration ist hier drin, Lumina ist hier drin. Also man kann hier doch schon einiges machen. Ich finde, das Loop Deck ist so eine gute Mischung aus Arbeitsgerät, als auch gleichzeitig Spaßgerät, als auch gleichzeitig kann ich für ganz viele wundervolle Dinge benutzen. Und ich habe heute wirklich so viel Zeit hier drin versenkt, um mich da mal ein bisschen durchzuwuseln. Und habe festgestellt, dass das doch dir so, so viele Möglichkeiten gibt. Also gerade für, jetzt sage ich mal, Programmierer oder Anwender da draußen, ihr habt die Möglichkeit, so viele Programme automatisch im Hintergrund laufen zu lassen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Photoshop starten würde, springt das komplette Loop Deck um und das ist im Photoshop-Modus. Und du hast halt die Möglichkeit, dort alles Mögliche einzustellen mit Drehregeln. Man kennt den Kladderadatsch und das gibt es halt für sehr, sehr viele andere Programme auch. Das heißt, wenn du beispielsweise in den Marktplatz reingehst und dir die Plugins ansiehst, hast du tonnenweise Plugins für jegliche Tools, die da noch dazugehören. Selbst Elgato ist hier mit bei, da kannst du mit rumspielen. GoXLR ist hier mit drinne. Und du hast halt auch die Möglichkeit, ganz viel andere Software mit reinzumachen. Beispielsweise Ableton habe ich hier auch schon drinne gesehen. Companion. Also wirklich sehr, sehr viel Kram ist schon, sage ich mal, vorinstalliert und fertig, falls du es einfach benutzen möchtest und einfach reingehen möchtest. Es gibt auch Icon-Packs, die du hier runterladen kannst. Sound-Packs, also du kannst auch
Sounds abspielen, wenn du möchtest. Was Stream Overlays sind, weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert, weil da stand bei und ich war jetzt nicht wirklich. Ich wollte nicht kaufen. Emotes ist genau dasselbe. Und bei Presets kannst du hier auch noch reinschauen. Da sind dann Sachen für Lightroom drin. Also alles in allem gibt es hier schon sehr, sehr viele Sachen, die vorgefertigt sind. Man kann aber auch, wie man hier dran sieht, sehr, sehr viel individualisieren und herstellen. Also du hast halt auch die Möglichkeit, in Windows rumzuspielen. Beispielsweise, wenn du jetzt, also du hast halt hier auch die Möglichkeit, die Desktops durchzuwechseln. Das heißt, wenn du beispielsweise Mac-User bist, oder also es geht ja bei Windows mittlerweile auch, dass man sich mehrere Desktops aufmachen kann. Die kannst du dann auf den Schieberegler einfach durchdrehen. Du kannst den Task Manager instant aufmachen. Du kannst Desktops wieder schließen. Du kannst Anwendungen aufmachen. Du kannst dir irgendwelche Tastenkürzel darauf programmieren. Also du hast halt wirklich die Möglichkeit, so viel Zeug zu machen, dass es nicht einfach nur schmeiß Applikation drauf und tu irgendetwas, sondern du kannst da weitaus mehr draus machen als nur das. Also wenn wir jetzt beispielsweise uns mal hier einen Regler bauen wollen, kannst du hier für den Regler eine Aktion ausführen für links, rechts, als auch drücken. Dann kannst du das alles individualisieren mit deinem eigenen Style. Du kannst da Bilder hinterlegen. Du kannst halt, selbst wenn du es unten auf die Buttons rauflegst, da wo ich jetzt beispielsweise mein Discord drauf habe, kannst du die Buttonfarben noch einrichten. Du kannst hier deine eigenen Icons hochladen. Du kannst aus den Icon Packs zugreifen, wie bei der Konkurrenz halt auch. Du kannst hier alles drehen und individualisieren, so viel wie du willst. Du kannst hier auch Multitoggle machen. Das heißt, du drückst einmal den Knopf, er macht das eine, dann drückst du nochmal den Knopf, dann macht er das andere. Dann kannst du nochmal einen Knopf drücken und dann macht er wieder ein anderes. Und das kannst du hier bis zu 5-mal machen. Du kannst hier eine Verzögerung einfügen. Er kann hier einen Text einfügen. Er kann Sound zwischendurch abspielen. Also die Möglichkeiten mit diesem Gerät sind einfach enorm groß. Aber, und jetzt kommt das kleine, mittel bis schwere Aber. Ich persönlich habe das Gefühl, dass die Software an manchen Stellen vielleicht noch nicht ganz ausgereift ist. Das mag daran liegen, dass ich heute sehr, sehr viel damit gemacht habe, aber sie hat am Anfang, als ich beispielsweise diese ganzen Applikationen hier an der Seite nicht wirklich eingerichtet habe, hat die Applikation extrem geleckt. Also es fühlte sich nicht sehr schön an, damit zu arbeiten. Des Weiteren hatte ich vorhin, einfach nur um das mal auszuprobieren, ein Plugin installiert, und zwar Voice Control, weil ich gucken wollte, ob man Applikationen lauter und leiser machen kann, was übrigens möglich ist. Dafür braucht man nicht ein extra Plugin. Aber ich kann das jetzt definitiv nicht mehr deinstallieren. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Ich kann zwar in den Marktplatz gehen und möchte das deinstallieren, aber es deinstalliert dieses Plugin nicht. Plus so vorgefertigte Sachen, weil ich habe es immer gerne ein bisschen aufgeräumter, kann man auch nicht deinstallieren. Das finde ich persönlich nicht so schön. Also es wäre prima, falls die Möglichkeit besteht, dass der Entwickler das hier eventuell guckt, dass man diese Sachen eventuell entfernen könnte, damit man die Möglichkeit hat, dass das hier aufgeräumter ist. Dieses Plugin hier beispielsweise sorgt bei mir zum Beispiel auch dafür, dass das jetzt super langsam startet. Und ich kann es nicht deinstallieren. Ich habe vorhin im Windows in dem Ordner geguckt, ob ich das irgendwo finden kann, aber da ist es auch nicht mehr drin. Also ich habe keine Möglichkeit, das hier rauszuhauen. Das heißt, nach dem Neustart dauert das immer ein bisschen, bis das Loopdeck hochfährt. Vielleicht kommt da nochmal eine Lösung zu. Das wäre auf jeden Fall ganz schön. Und eine Sache hatte ich auch noch, und da würde ich euch auch ans Herz legen, falls ihr eure Profile, die ihr hier oben angelegt habt, noch nicht exportiert habt, exportiert euch die. Weil kurz bevor ich das Video aufnehmen wollte, habe ich nochmal alles durchgeguckt und ich habe hier unten, das ist das Einzige, wie ich mich dran erinnern kann, habe ich das Widerrufen gedrückt und auf einmal waren alle meine Icons weg. Sie waren alle weg, ich musste einfach alle nochmal neu reinmachen. Die Aktionen waren alle noch da, aber die Icons waren alle weg. Und das hat mich ein bisschen gestört. Jetzt habe ich mir eine Sicherheitskopie davon gemacht
Und ich hoffe, dass es nicht nochmal vorkommt. Nun, eine Kleinigkeit habe ich noch, falls ihr euch das auch fragt, weil das habe ich nämlich heute rausgefunden. Bei mir war die Software erst so groß, bis ich die Lupe gefunden habe und draufgedrückt habe und festgestellt habe, man kann es ja auch noch kleiner machen. Also falls ihr da eventuell euch mal eins kaufen solltet und euch fragt, warum das hier für Blinde eingestellt ist, und zwar riesig groß und das hier an der Seite auch, ist es einfach hier unten die Taste, die Lupe, um das dann einzustellen. Also alles in allem würde ich sagen, ist es ein für mich persönlich sehr, 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 sehr schönes Gerät. Und ich werde das auch hier am Racing-PC hundertprozentig benutzen und eins meiner Stream Decks rausmachen und eine meiner Buttonboxes rausmachen und werde das hundertprozentig benutzen, weil ich es unglaublich schön finde. Auch die ganzen Möglichkeiten und Einstellungsmöglichkeiten sind super. Es funktioniert auch out of the box und hat mich total begeistert. Preislich gesehen kommt das 266 Euro. Der Konkurrent kostet 220 Euro. Das sind die Originalpreise von der Homepage. Die wird man wahrscheinlich irgendwo auch nochmal günstiger kriegen. Ich habe das jetzt mal gegengerechnet. Wenn ich ein normales Stream Deck nehme und eine Buttonbox, komme ich so knapp unter 200 Euro, würde man das hinkriegen. Je nachdem, wie viele Einstellungsmöglichkeiten man haben möchte. Ich habe jetzt hier beispielsweise eine Handmade Buttonbox mit 6 Drehencodern, die man auch drücken kann. Also sprich wie die Buttonbox, wie das Loop Deck. Und das hat mich zusammen irgendwas bei 220 gekostet. Das heißt, für 40 Euro mehr hast du einen Loop Deck zu Hause und hast mehr Möglichkeiten, Dinge einzustellen. Also ich persönlich absoluter Fan. Ich werde euch auf meinen sozialen Medien mal davon berichten, wie das nachher am Ende hier aussieht, weil ein Kumpel von mir hat mir eine so schöne 3D-gedruckte Halterung gemacht, sodass das hier drüben dann am Racing-PC alles picobello ist und schickilacki. Ich gucke auch, dass ich vielleicht mir noch ein zweites besorge und mir das an meinen Arbeitscomputer hänge für Bilderbearbeitung etc. pp., weil ich es doch wirklich sehr, 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 sehr geil finde. Und preislich gesehen finde ich das auch sehr gerechtfertigt für das, was es kann. Wie sieht's aus? Hast du Bock, dir so ein Gerät zu holen? Oder bist du mehr so der Eigentüftler? Oder sagst du dir, nö, die Konkurrenz reicht mir, hat mich jetzt gar nicht abgeholt? Lass mich das doch mal in den Kommentaren wissen. Ich würde mich freuen darüber. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Bedanke mich, dass du dir das hier reingezogen hast. Und würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Abo dalässt oder auch einen Daumen reinzimmerst oder die Glocke aktivierst oder dir auch noch andere Videos auf dem Kanal anguckst oder du machst alles gleichzeitig, dann würde ich mich noch mehr freuen. Also, lass es dir gut gehen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst heute und bis dann. Tschüss.